For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Genau genommen wird es nicht eine Folge, sondern eine kleine Serie. Ich bin wieder um die halbe Welt gereist. Mich hat es wieder ganz hart erwischt. Ich muss nach Italien in die Abruzzen, circa eine gute Stunde von Rom, in den Abruzzen in Cocullo. Cocullo heißt das schöne Dorf hinter mir. Ja, man sieht es da hinten, so über meine Schulter, dieses malerische Dorf in den Abruzzen. Und zwar ist es einmal im Jahr das Zentrum der, guck mal, jetzt hört man sogar noch die Kirchenglocken, das könnte ja nicht perfekter sein, das habe ich genauso getimt. Es ist einmal im Jahr hier die Fiesta de Serpenti, ja, also das Fest der Schlangen. Und an diesem Fest der Schlangen wird der heilige Domenico mehr oder weniger verehrt. Ne? Da steht so die Statue hier in der Kirche. Und dieser heilige Domenico, der war wohl den Schlangen zugeneigt. Da werden dann Tage vorher werden hier die Schlangen gefangen in den umliegenden Bergen. Ne, wenn ihr euch hier mal umschaut, in den Abruzzen, ich zeige euch noch ein paar schönere Bilder davon, da werden Schlangen gefangen, unter anderem die Vierstreifennatter, die Esculapnatter, die Zornnattern und eine Ringelnatterart, Natrix helvetica, genau, Natrix helvetica. Diese vier Schlangen werden gefangen und die kriegt der heilige Domenico bei der Feste oder bei der Prozession um den Hals gehangen. Und so, ja, dieser Glauben, den gibt es seit Jahrhunderten, Jahren, ich werde noch mehr dazu erzählen, um was es da dabei geht. Aber das wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen und wollte es euch oder für euch dokumentieren. Wie gesagt, machen wir drei Teile draus. Der erste Teil heute wird sein, ich werde mitgehen zum Schlangenfangen. Ich hoffe, wir erwischen was. Diese Serpari heißen die, diese Schlangenfänger, Serpari. Die gehen hier eben in die Berge, fangen die Schlangen. Da gibt es hier im Dorf so circa 20 Stück, die das machen. Da werde ich mit dabei sein, werde die begleiten. Wie gesagt, hoffentlich fangen wir was. Der zweite Teil, ein bisschen die Vorbereitung drumherum. Also die Schlangen, die werden hier dokumentiert, die werden vermessen. Das hat alles seine Richtigkeit und seine offizielle Gültigkeit. Und der dritte Teil, mehr oder weniger der Höhepunkt, wird eben diese Prozession sein. Die ist immer am 1. Mai. Wird eben der heilige Domenico durchs Dorf getragen, die Statue mit den Schlangen um den Hals. Da kommen hier wirklich Zehntausende Leute in dieses verschlafene 800 Einwohnernest und begleiten diese Prozession. Das wird der dritte Teil werden. Ich bin hier mit dem Marco. Marco ist von Cocullo, ein Serpenti heißt es hier. Also er ist einer von den Schlangenfängern von Cocullo. Und wir gehen jetzt heute los. Es ist jetzt nachmittags 15, 16 Uhr. Wir sind hier vielleicht 5 Kilometer oder nicht mal 5 Kilometer von Cocullo entfernt und wollen hier nach Schlangen suchen. Also das ist so sein klassisches Fanggebiet. Es gibt hier im Prinzip quattro specie. Marrone con quattro linee. Genau, die quattro lineata, genau. Dann die... Colubro di Esculapio. Esculap, sì. Bianco. Bianco. Nera. Ah, aggressivo, die Zornnatter, genau. Zornnatter gibt es noch und die Natrix. Natrix. Del Aqua. Sì, sì, nei fiumi. No, Natrix qua no. No, okay. Also die... Ringelnatter werden wir hier keine finden. Viel zu trocken hier. Vipera? Vipera possibile, ma di solito con questo clima no. Okay.
Also er meint, um die Jahreszeit gäbe es die noch nicht. Er meint mehr im Herbst. Okay. Sei am. Okay, also am frühen Morgen, meint er, wären die Vipern mehr unterwegs. Wer von euch Italienisch kann, bitte nicht über mein katastrophales Italienisch lachen. Ich habe ein bisschen angefangen, probiert zu lernen. Schmeiße es die ganze Zeit mit Spanisch noch durcheinander. Aber so einigermaßen kommen wir hin. Zumindest verstehen tue ich es einigermaßen meistens, wenn er spricht. Also aber bitte nicht über mein Italienisch lachen. Okay, andiamo. Andiamo. Perfekto. Also die Methode scheint eine reine Fleißmethode zu sein. Wir laufen hier rum. Er hat den Stock dabei, um klopft hier die bisschen das Laub ab oder klopft da ein drauf rum. Ich hatte Schlangenstecke dabei. Habe ihm angeboten, soll man nicht irgendwelche Schlangenhaken mitnehmen. Hat er dankend abgelehnt. Er sagt, er über den Stock braucht er nur zum, wenn sie sich irgendwo drunter verstecken, zum draufklopfen, dass sie rauskommen. Und dann muss es schnell gehen. Da geht nichts mit Schlangenstock. Da hilft nur die Hand. Hier die Hand mit Handschuh. Dann, wenn die abhauen, einfach schnell zugreifen und einfangen. Während der Marco hier am Suchen ist, kurze Erklärung, vor diesem Schlangenfestival sind 20 bis 25 Serpari. Also es gibt so kleine, ab 10 Jahren fangen die Kleinen schon zum Teil an, aber die, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die sind da nicht mitgezählt bei den 20 Schlangenfängern. Damit ich jetzt nicht nur blöd mit meiner Kamera hier immer rumstehe und den Marco filme, werde ich die jetzt mal ausmachen, in der Hoffnung, dass er nicht gerade dann, wenn ich ausmache, ja, was findet. Dann werde ich auch selber mal dem Schlangenjagen frönen. Wenn man sie sieht, dann versuchen sie sich unter den Blättern zu verstecken. Also leider hatte ich gerade die Kamera aus. Espero. Okay. Giovane. Also das ist Quattro Lineata. Sogar ein bisschen verletzt. È stato morso da un predatore. Vedi? Aha. Ha ferito. Fuchs oder Bär sogar. Wilde Bären hat es hier. Arrotolato. Aha. Qua. Okay. Also da unten lag die. Leider, wie gesagt, ich kann ja nicht die ganze Zeit. Ich habe nur gesehen, der lässt seinen Stock fallen und wurde ganz schnell. Und bis ich meine Kamera anhatte, war natürlich das Ding schon vorbei. Aquila, Eagle, Falke. Okay. Also verstecken sich drunter, dass die Raubvögel sie nicht sehen können. Okay. Unter diesen Ästen. Bene. Perfetto. Ma controlliamo, magari ci sta qualcos'altro. Okay. Geht weiter. Wer schon mal selber Schlangen fangen war, das selber schon mal gemacht hat, der weiß, dass eigentlich immer, wenn man filmt, man nichts findet. Also von dem her freue ich mich wirklich, dass wir hier erfolgreich waren. Und das war jetzt ja heute Nachmittag so eine fast ein bisschen eine Hauruck-Aktion. Also wir hatten es zwar geplant, aber er musste jetzt heute noch arbeiten wegen dem Fest, helfen, irgendwelche Toilettenwägen aufzustellen. Und
Deswegen waren wir sogar gleich ein wenig später dran, wie geplant. Ja, ach so, genau, Leute, guck mal, ich kann es euch mal noch zeigen. Aquí, April an Nieve. Sí, sí, sí. Capita, sí. Questa, aquí. Sí, sí, anche. Okay, also bis im April hat es hier noch Schnee gehabt. Ich kann euch genau, ich habe eigentlich einen schönen, muss mal kurz gehen, euch das zeigen. Wenn ihr mal dahinter schaut, da sind die Berge noch schneebedeckt. Ne, selbst da oben haben wir auch noch ein bisschen Schnee. Ah, okay, schade. Also, er hat die, so eine Zornatter. Eben so. Hat er gesehen. Ist hier in die Ding abgehauen. Era qui. Okay. Ed è rientrato qua. Okay, war hier und ist leider unter die Felsen. Unter die Felsen ab. Der Tag scheint nicht schlecht zu sein für uns. Blöderweise habe ich immer die Kamera aus. Wenn er was erwischt oder wenn er was sieht, machen wir das jetzt mal ganz anders, denn ich lasse die Kamera an. Wie es so ist, dann wird man nichts finden. Natürlich wirklich interessant, diese Abklopfmethode, ne? Ist ja immer spannend, wenn man herkommt, wie man sich das vorstellen muss, und man stellt sich immer anders vor, ne? Morgen früh wollen wir nochmal gehen. Da denke ich, werde ich mir auch ein Stöckchen suchen. Dann auch der Buschklopfer machen. Und nur im Falle eines Catches die Kamera auspacken. Also ich habe jetzt schon ein paar Lazerten hier gesehen, aber vor allem die kleinen braunen. Aber es gibt auch die großen Smaragdeidechsen hier. Der Marco hat gerade eine gesehen. Aber wer sich mit Lazerten auskennt, weiß, dass Lazertenfilmen absolut schwierig ist, ne? Weil die sind so schnell. Man hört die wegen rascheln, guckt mal hin. Wenn man Glück hat, sieht man sie noch, aber dann sind die weg. Okay. Amaro, Lucertola. Ist più grande, hä? Sì. Sì. Also die großen. Ich dachte eigentlich, wenn ich sage Lacerta. Lucerta. Ah, Lucertola. È più piccolina. Okay, das ist die kleine. Lucertola. Sì. Okay. Die braunen, die kleinen. Wir hatten uns gerade darüber unterhalten. Das ist unter anderem das Futter hier für die Schlangen. Ne? Aber sie scheinen eigentlich Allesfresser zu sein. Also er sagt, sie fressen zum Teil die Vögel. Sie fressen über die Lazerten, sie fressen Mäuse und die großen, also die vier Streifen, die werden bis über 2 Meter. Dann sagt er, sie sogar zum Teil kleine Hasen oder Kaninchen, was auch immer das für einen Sinn, was es hier hat, so kleine Kanickel fressen, also aber die ganz kleinen nur, ne? Also die frischen. Der Marco hat noch eben hier das, ich habe ihn gefragt, was er hier für einen blauen Beutel spazieren trägt. Das habe ich gar nicht richtig gecheckt. Die hat er heute Morgen gefangen. Okay. Wow, più grande, hä? Sì, was ist der più grande? Okay, dann weiß ich zwar nicht genau, wieso die mitgebracht hat, aber wahrscheinlich, dass er was zum Zeigen hat, nehme ich an. Mein Italienisch, eine Katastrophe, Leute. Die Penistaschen sieht man hier ganz deutlich hier drin. Ne? Mismo grande. Sì, più o meno, sì. Plus oder minus.
Gleich groß, okay, interessant. Normalo, femmina, più grande. Ah, dipende se abbiente. Sì, dipende anche da come mangia, ah, da tante cose. Ok. Questo ha tante ferite, questo, vedi? Ferita qua. Ja, die hat ganz schön... Cicatrici. Die hat ganz schön Narben, genau. Okay. Hat ein... Interessant ist, dass die ja völlig, völlig brav sind. Ne? Also auch die anderen, die wir vorher gefangen haben, die machen ja wirklich no aggressivo. Ja? No. Also ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie denn das hier abläuft, auch bei der Prozession. Ich dachte, die sind doch bestimmt aggressiv, oder was heißt aggressiv, aber zumindest kriechen sie weg. Aber das ist denen einfach so kackegal. Ne? Vielleicht sind die das seit Jahrhunderten gewohnt, dass die hier gefangen werden oder so. Aber also, dann haben wir die auch gesehen. Okay, grazie. Quando è piccola, è tutta chiazza. Okay, ah ja, wenn sie klein ist. Poi piano piano gli escono le linee, vedi che si spezzano ancora. Sì, sì, E diventano piene. Ja. Also als klein, als Jungtier sind die ja noch gepunktet. An die Skeptischen unter euch, die es sicher gibt, so nach dem Motto, was fangen denn die Schlangen? Das Ganze ist hier Weltkulturerbe, beziehungsweise jahrhundertealte Tradition. Die dürfen das hier ganz offiziell. Die haben von der EU das Recht bekommen, diese Schlangen zu fangen. Und an der Prozession, die ist am 1. Mai, da ist die Prozession im Dorf, da werden die Schlangen dem heiligen Domenico umgehängt. Aber mehr dazu seht ihr in einem extra Film, zeige ich euch über diese Prozession. Aber das ist der Hintergrund für das Ganze, dass ihr das schon mal wisst. Und wie gesagt, da kommt ein extra Film drüber. Und das ist auch da, oder wie es überhaupt dazu kommt, dass ich hier bin. Ne? Das nochmal als Information für euch und auf diesen Film und auf dieses Festival. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also ich freue mich auch drauf und bin echt gespannt. Ich habe den Marco gerade gefragt, dopo la festa, also nach dem Festival. Tutti gli serpenti tutti i serpenti vengono liberati nelle tane dove sono state catturate. Okay, an der Stelle, wo sie sie gefangen, in la estate donde catturato. Sì, esatto. Donde catturato. Sì. Esto qua. Qua. E quello grande in quell'altra montagna. Okay. Also wirklich, das hat mir jetzt auch direkt so erzählt und weiß. E tu ricordi tutti? Me lo scrivo. Scrivo, okay. Sì, me lo scrivo. Also er schreibt auf, wo er die gefunden hat und lässt sie dort frei. Molto bene. Grazie.